Hallo und herzlich willkommen, liebe Selberschrauber, Wohnmobiloptimierer und ich weiß nicht, wer alles zuschaut, ist ja auch völlig wurscht. Ich zeige euch, wie ich den Max-Fan einbaue in eine ganz normale, als Austausch für eine ganz normale Dachluke, diese 40x40. Und die Anleitung habe ich schon mal ein bisschen durchgelesen, dass ich ein bisschen Bescheid weiß, habe alles parat gestellt und jetzt geht's einfach mal los. Ja, anfangen müssen wir natürlich erstmal hier. Das Ding muss ja erstmal raus. Normalerweise ist die Blende hier nur eingeklipst. Zack, zack. Das ist der ganze Rahmen. Der ist hier nur mit diesen Klammern oben befestigt. Der Rahmen für Verdunkelung und Fliegengitter. So, den heben wir uns mal auf jeden Fall. Den können wir nämlich eventuell noch brauchen. Jetzt sehe ich da ein paar Schrauben. Naja, schrauben wir sie mal ab. Hm? Den Rahmen haben wir abgeschraubt. Jetzt guckt hier schon Styropor von der Decke raus. Jetzt müssen wir mal sehen. Ich glaube, jetzt ist das nur noch von oben verklebt. Also mit Dichtstoff, Dichtmittel, irgendwas. Da gehen wir jetzt mal aufs Dach und nehmen ein paar Knieschoner mit, dass wir nicht noch mehr Zellulite verursachen. Ganz schön hell hier. Ich werde mir auch gleich mal eine Sonnenbrille holen, weil kriegst ja einen Blendschaden hier. So, ich habe also jetzt für Knieschoner gesorgt und nochmal eine dicke, fette alte Decke hin unten drunter gelegt, dass es die Last nicht mehr so punktuell auf den Knien ist. Und das ist jetzt die Geschichte hier von oben, das Dachfenster. Und ich sehe jetzt hier keine Schrauben mehr. Ich sehe nur noch Klebdichtmasse. Und die werden wir jetzt mal aufschneiden. Vorsichtig. Ich glaube, wir haben Glück, dass es so warm ist, weil es geht ganz gut ab. Okay, das ging einfacher als ich dachte. Jetzt müssen wir nur noch das schwarze Zeug irgendwie mal ordentlich wegkriegen, dass das neue auch hält. Ne? Fenster draußen. Jetzt will ich mal gucken, ob ich bequemer von hier innen dran komme, um das schwarze Zeug wegzukriegen, sauber zu machen. Oder ob ich es von außen mache, das sehen wir jetzt gleich. Auf jeden Fall ist jetzt hier natürlich Styropor. Ja, das ist ja miteinander verklebt. Und da gehe ich dann einfach mit einem langen Bohrer nach da hinten und kratze das ein bisschen raus, um das Kabel durch den Schrank dann zu verlegen. So, von innen keine Chance, bin ich zu fett für. Jetzt machen wir es doch von außen hier von oben. Sonnenbrille habe ich aufgesetzt und ich schabe das Grobe hier mit so einer Spachtel ab. Und dann gucken wir weiter. Ich habe jetzt hier einen Kunststoffreiniger gefunden, mit dem geht es ganz gut. Die Reste hier noch abzuwaschen, zu wischen, ist ein bisschen lästig, aber was sein muss, muss sein. Alles sauber und jetzt können wir endlich anfangen zu montieren. Als erstes, so sagt die Montageanleitung, soll man den Montagerahmen ins Loch legen. Und das passt wirklich haargenau da rein. Und soll die äußeren Konturen mit einem Bleistift anzeichnen. Dann raus. Jetzt wissen wir, wo wir Kleber angeben müssen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann wird dieser Rahmen hier festgeschraubt. Jetzt hätte ich mir natürlich gleich einen Akkuschrauber und die richtigen dafür vorgesehenen Schrauben mitbringen können. Nicht vergessen. Muss ich noch mal runter. Hält fit. Ordentlich von dem guten Dekasil drauf. Rahmen drauf und die Schrauben rein. Die schreiben auch, dass man zusätzlich an den Schrauben auch noch mal ein bisschen Dichtstoff machen soll, dass da ja nichts passiert. Das haben wir erstmal geschafft. Also überall quillt hier das Dekasil raus. Und da, wo es nicht rausgequollen ist, habe ich noch mal ein bisschen gelöst, angehoben, noch was drunter gespritzt, dass wirklich überall was rausquillt. Ja. Da können wir uns auch sicher sein, dass es dicht ist. Jetzt kommt der eigentliche Max-Fan da drauf und wird mit vier speziellen Schrauben in diesen Klammern hier festgeschraubt. Vorher müsste aber noch die Haube manuell mit dem manuellen Drehding hier
öffnen, hat er noch keinen Strom. So, jetzt kommt man nämlich auch an die Schraubenlöcher da dran. Hey Leute, kennt ihr das? Die letzte Schraube, Akku ist leer. Ätzend, oder? Machst du nix? Frischer Akku, letzte Schraube, fertig. Schutzfolie weg. Hier oben sind wir jetzt erstmal fertig. Gott sei Dank, weil der Planet ist ganz schön erbarmungslos. Mir läuft die Brühe. Jetzt bin ich froh, dass ich runter in den Schatten komme und mich um die Elektrik kümmere. Ich war natürlich zu schnell. Ich habe das Loch für den Strom vergessen. Da komme ich jetzt schlecht hin. Also nochmal aufs Dach und den Vent nochmal mit den vier Schrauben lösen, abheben und dann erstmal das Loch für den Strom bohren. Jetzt kommen wir da besser dran und jetzt werden wir mal ein Löchli durch Styropor stoßen. Genug müssten wir sein. Brauchen wir noch eine Richtung? Da mal in der Gegend ein Löchli bohren. Da habe ich jetzt gebohrt und habe den Bohrer von hier vorne genau getroffen. Da ziehen wir jetzt mal ein Kabel ein. Da lasse ich es jetzt mal ein Stückchen rausgucken und setzen jetzt erstmal wieder unseren Maxfan drauf. Das Kabel vom Maxfan. Mein Kabel habe ich hier mit diesen Klemmen, mit diesen Vakuumklemmen halt, gell. Ihr wisst, was ich meine. Die kann man tausendmal auf und zu machen und sind vor allen Dingen auch für Mehrdrahtkabel geeignet. Ja, so, also, bevor ich jetzt den letzten Rahmen hier noch drauf mache von dem Maxfan, will ich erstmal gucken, ob alles mit dem Strom funktioniert und suche mir jetzt mal hier unseren Strom. Ich habe jetzt das ganze Beleuchtungsbrett abgeschraubt. Ich suche mir jetzt 12 Volt Dauerstrom. Da habe ich das gefunden. 12 Volt Dauer. Schwarz ist Plus, braun ist Minus. Den grauen weiß ich jetzt nicht. Stört mich nicht. Ich werde die zwei anzapfen hier. Und dann haben wir Dauer Plus für unseren Maxfan. Da oben habe ich jetzt so ein 35 mm Käppchen, einfach ein Loch reingebohrt, das Kabel durchgeführt, festgemacht. Hier hinterm Boden, der hat da so eine Aussparung. Hier runter in diesen Zwischenboden und da klemmen wir uns jetzt das Kabelchen an. Ich hätte so einen Stromdieb nehmen können, habe ich aber nicht. Ich nehme diese Klemmen hier, da bin ich auf der sicheren Seite. Da mache ich jetzt noch ganz kurz Isolierband drum, dass da nichts passieren kann. Und dann kommt der Deckel da wieder drauf. Der Maxfan hat sich auch gemeldet. Er hat nämlich jetzt, als er Strom bekommen hat, automatisch erst einmal die Haube geschlossen. Naja, er weiß ja nicht, was er machen soll. Ne? Also Haube zu, alles klar. So, hier ist wieder alles zusammengebaut. Der Maxfan hat natürlich auch hier eine manuelle Steuerung, also on-off. Und da geht die Klappe von alleine auf und der Ventilator springt an. Und hier kann man die Intensität einstellen und auch, ob er rein oder raus soll. Also ich denke mal, alle Funktionen wie bei der Fernbedienung auch. Jetzt machen wir den Rahmen da noch drum und dann gehen wir an die Fernbedienung. Den Abdeckrahmen, den muss man noch passend schneiden. Das habe ich jetzt nach Anleitung gemacht. Also man muss da oben die Deckenstärke, die verbleibende bis zum Ventilator an manchen Punkten, da muss man da messen. Und da muss man was zugeben. Das steht aber genau in der Anleitung drin. Das habe ich jetzt gemacht und abgeschnitten und jetzt kommt der da drauf. Der erste Versuch, den Rahmen da reinzumachen, war kläglich gescheitert, weil das Kabel ständig irgendwie im Weg war. Das klebe ich jetzt mal ein bisschen mit Kreppband an, dass das dahin da bleibt, wo es hingehört. Ja. Jetzt habe ich es einfach ein bisschen fixiert. Jetzt klappt es auch mit dem Rahmen.
fertig. Rahmen ist drauf, da waren extra weiß lackierte Schrauben dabei, dass das ordentlich aussieht. Und ich habe mal probiert, der alte Rahmen von dem alten Fenster mit der Verdunklung und dem Fliegengitter, wobei man Fliegengitter nicht braucht, weil hier ist ja eins drin, könnte man auch wieder drauf schrauben. Das wird ja normalerweise drauf geklipst, aber man müsste also eigentlich nur, also ich würde, wenn wir meinen, wir müssten verdunkeln, hier etwas auffüttern. Also ich sag mal, ein entsprechend starkes Stück Holz. Ja, ein entsprechend starkes Stück Holz reinkleben. Und dann könnte man das da einfach drauf schrauben. Weiße Käppchen drauf, sieht sauber aus. Man müsste aber den Drehknopf hier von der Notentriegelung, nenne ich es mal, falls kein Strom da ist, den müsste man abschrauben. Da unten ist ein Schräubchen drin und das probiere ich jetzt mal aus. Das ist die Schraube, das ist der Drehknopf und das steckt da drin. Also das kann man sich ja ins Küchenschublade legen für Notfälle, weil da muss man es nur draufstecken und drehen. Die Schraube muss ja nicht unbedingt da reingeschraubt werden, dass es funktioniert. Und dann kann man die alte Verdunkelung da auch wieder draufschrauben und den Rahmen. Ich habe auch schon gesehen, wenn Decken zum Beispiel mit einem Mikrofaser oder mit irgendwas Florigem oder mit einem Teppich belegt sind und man baut das Fenster aus, hat man Druckstellen von dem alten Verdunklungsrahmen. Und dann ist natürlich schöner, wenn man sich den alten Verdunklungsrahmen da wieder mit draufschraubt oder draufschrauben lässt, dass man diese alten Abdrücke nicht sieht. So. Ich schraube das Ding hier wieder drauf und lege unseren Rahmen mal beiseite. Vielleicht schrauben wir den irgendwann mal drauf, aber ich glaube nicht, weil wir verdunkeln sowieso sehr selten. Hier lässt sich auch ganz einfach dann dieses Gitter rausnehmen zum Reinigen. Also das ist dann auch kein Problem. Dann kann man das rausnehmen, reinigen. Das ist also die Fernbedienung, die habe ich die Batterien eingelegt, die waren dabei und jetzt zeigt es hier an, dass wir 36 Grad Raumtemperatur haben und dass es geschlossen ist, die Klappe, und er auf off ist, und jetzt schalte ich hier mal ein und siehe da, wie von Zauberhand geht das Ding auf, naja gut, soll er ja auch machen. Und fängt an zu pusten. Der steht jetzt auf 50% Speed, das kann man natürlich hier 40, 30 bis auf 10 runter oder 100%. Dann hört man ihn natürlich auch ein bisschen. Hier oben ist eine Batteriefüllstandsanzeige, dass man auch sieht, dass die Batterie langsam leer geht. Air out, das heißt, er bläst jetzt raus. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann fährt er runter und dreht sich um und pustet nach innen. So. Also, wir drehen das wieder um, weil wir wollen ja die heiße Luft rausziehen lassen. Ihr habt natürlich auch eine Automatikfunktion und könnt hier die Temperatur einstellen, die ihr gerne haben möchtet. Das ist der Temperaturfühler und das ist der Infrarot-Fernbedienungssensor. So, und ihr könnt jetzt hier, ihr seht das, minus 24, 23, 22 Grad. Und auf Auto stellen. Und dann geht er natürlich voll erstmal auf 100%. Da oben leuchtet jetzt auch ein grünes Lämpchen, dass er da auf Auto steht. Und versucht natürlich jetzt die 24 Grad zu erreichen. Ist im Moment natürlich nicht irgendwie nichts zu machen, weil wir haben es ja draußen so warm. Aber das macht nichts. Ihr könnt also auf jeden Fall auch diese Automatikfunktion wählen. Das Schöne am MaxFan ist halt im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Fantastic Vent von Dometic, der einen Regensensor hat und automatisch schließt, wenn es regnet. Hat der nicht? Der muss nicht automatisch schließen, wenn es regnet, weil er kann bei Regen auch betrieben werden. Beziehungsweise sogar auch, so schreiben die, ich würde mich jetzt nicht unbedingt trauen, während der Fahrt kann man den auch aufstehen lassen und lüften lassen. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss aufs Dach und zeige euch, warum da nichts reinregnen kann. So sieht's aus, wenn die Haube geschlossen ist.
So, ihr habt es gesehen, die Haube ist aufgegangen und der saugt seine Luft nur von da unten an, also von hier. Ja, und wie soll es da reinregnen? Also selbst wenn es jetzt richtig plattert und hier hochspritzen sollte, spritzt es nur da dran. Da ist nochmal so ein Gitterchen drauf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da reinregnet. Und das ist das Schöne, was wir uns immer gewünscht haben, beziehungsweise immer gedacht haben, Mensch, das wäre klasse, sowas zu haben oder eine Lüftungsmöglichkeit, eine ordentliche, wenn es auch mal regnet. Im Sommer kann es ja auch mal regnen und du bist hier drin am Kochen oder egal, einfach nur am Rumsitzen und die Luft wird immer blöder und jetzt kann das abziehen. Man kann die Seitenscheiben alle auf Lüftung stellen und dann ist immer eine schöne Zirkulation da. Also wir sind gespannt, wie sich der bewährt. Wir haben bis jetzt nur Positives gehört und also das war das Einbauvideo für den MaxFan Deluxe mit der Fernbedienung. Achso, habe ich vergessen, die Fernbedienung hat natürlich noch einen Halter dabei mit zwei Schräubchen. Kannst du die irgendwo hin kleben, schrauben oder naja, mit Magnet wird es nicht gehen, dass die Fernbedienung immer seinen Platz hat. Wer möchte. So, ich räume jetzt hier noch auf, sage Tschüss, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder hier dabei wart, wenn es heißt, Schrauben optimieren und alles mal wieder selber machen. Und bleibt fröhlich, schaltet das nächste Mal wieder ein und danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.